Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Kritik. Und heute geht es um einen Film, auf den ich mich irgendwie gefreut hatte oder beziehungsweise dessen Inhalt mich zumindest gereizt hatte, mir diesen Film auch zu holen. Und zwar geht es um Buddy Puzzle von Lamberto Bava. Ich habe schon einiges von Lamberto Bava gesehen. Als Kind kam ich zum ersten Mal mit diesem Regisseur, ohne etwas von ihm zu wissen, durch Prinzessin Fantagiro in Berührung. Ja, zu der Zeit war er schon ein reiner TV-Regisseur, sagen wir es mal so. Lamberto Bava hatte sowieso das Problem, dass er wirklich niemals komplett in die großen, sehr großen Fußstapfen seines Vaters Mario Bava treten konnte, sagen wir es einfach mal so, denn wenn man sich die Filme von Mario Bava ansieht, die natürlich schon sehr viel älter sind, schon einige Jahre auf dem Buckel haben, und die Werke von Lamberto Bava, sieht man natürlich eins, denn Lamberto Bava ist in erster Linie ein reiner Routinier, der zumindest handwerklich einiges auf dem Kasten hat, beziehungsweise all die Leute, mit denen er zusammenarbeitet und die er natürlich delegiert, aber inhaltlich kranken viele seiner Filme, und ich habe bis jetzt einige Filme von ihm gesehen und ich muss sagen, Buddy Puzzle ist bis dato das schlechteste, was ich jemals gesehen habe, sogar noch vor Dance of the Demons 2. Ja, die Dance of the Demons Filme haben ja einen gewissen Kultstatus, werden verehrt, sicherlich vor allem wegen des Soundtracks oder auch wegen der Atmosphäre, die sie haben, vielleicht auch wegen der guten Effekte, aber Dance of the Demons 2 hatte ja das Problem, dass der Film eine gute halbe Stunde hatte, die wirklich gut war, und danach kam gar nichts mehr, man hat sich eigentlich nur noch zu Tode gelangweilt, und so ist es eigentlich bei dem Film hier auch, der eigentlich ganz routiniert daherkommt, als eine Mischung aus Krimi und Spätgiallo. Obskurerweise immer noch indiziert ist oder indiziert worden ist, was ich auch nicht verstehe, da es auch ein relativ, sagen wir es mal so, harmloser Film ist. Da ist das, was im TV-Programm läuft, an Krimiserien und so weiter und so fort, weitaus drastischer in dem, was sie zeigen, als dieser Film. Im Film geht es um einen Killer, den wir von Anfang an schon sehen. Wir wissen, wie er aussieht vom Gesicht her. Wir wissen allerdings warum er diese Morde begeht. Er bringt irgendwelche Leute rein willkürlich um. Er entfernt irgendwelche Gliedmaßen oder auch Organe. Und ja, eines Tages legt er der jungen Tracy ein abgeschnittenes Ohr in deren Kühlschrank und sie ist dann ganz erschreckt. Sie merkt es anfangs gar nicht, was auch witzig ist als Zuschauer. Es müsste einem doch auffallen, diese kleine Blutlache, die da auf dem Tisch ist, aber das fällt ihr gar nicht auf. So, tralali, ich trinke mal einen Kaffee und stelle den Kaffee mal pott rein in die Blutlache und dann fällt ihr das auf so und dann, ein Ohr! Oh, ich habe meine Ohren noch. Ja. Und dann kratzt sich der Zuschauer schon am Kopf. Und dann tritt natürlich der ermittelnde Kommissar Michele oder Miguel oder Mikey, wie er genannt wird, what the fuck, überall ein anderer Name von ihm, auf den Plan und will Tracy natürlich helfen. Er will natürlich herausfinden, warum gerade der Killer es auf sie abgesehen hat oder warum er sie stalkt und irgendwelche Leute umbringt und dann deren abgeschnittene Körperteile, also Arme und so weiter etc. pp. Irgendwo in ihrer Wohnung oder in einem anderen Anwesen, wo sie sich dann im weiteren Verlauf der Handlung dann befindet, weil sie dann Schutz sucht, halt drapiert und man tappt natürlich im Dunkeln. Das ganz clevere an dem Film ist, dass es am Anfang eine Flashback-Sequenz gibt, etwas, was vor der eigentlichen Handlung spielte, die uns eigentlich schon genug Raum gibt für eigene Interpretation, um natürlich herauszufinden, was das Mysterium des Killers an sich ist, der irgendwie immer angetrieben ist und dann halt klassische Musik hört, sich dann hineinsteigert und dann wirklich wie ein besinnungsloser Irrer dann irgendwelche Leute umbringt, wie so ein typischer Irrer. Und der natürlich auch ein ganz klares Motiv hat, was dann ganz klar so in die psychologische Schiene reinfährt. Wobei man sich dann allerdings denkt, musste das so sein und so, und dann ist der Film eigentlich relativ unkonsequent und endet dann auch relativ unspektakulär, indem man einfach quasi die Szene vom Anfang nochmal quasi wiederholt. Das war ein ganz komisches Erlebnis für mich an dieser Stelle, zumal ich auch kurz vorm Finale des Films auch leider eingeschlafen bin. Und ja, ansonsten, der Film bietet einem nicht wirklich viel. Handwerklich, muss ich sagen, haben mir am meisten die Kameraarbeit, aber auch die Musik an dem Film gefallen, die von der Qualität definitiv über den stehen, was man hier als Plot geboten bekommt. Man hat diese typische Menagerie, dieser Kommissar, der versucht, mit dieser Frau zusammenzuarbeiten und beide finden da miteinander, es knistert noch ein bisschen. All diese Klischees, die ja mit reingeworfen werden, haben wir dieses obligatorische Ende. Wir hetzen durch die Gegend, wir gehen durchs Haus, am besten mit einem Messer, weil irgendwo könnt ihr der Irre lauern und so weiter und so fort. Aber ansonsten war da nichts. Das Problem ist halt, der Film baut eine gewisse Atmosphäre auf,
die etwas unterkühlt ist, aber er schafft es bei weitem, keinen ordentlichen Spannungsbogen aufzubauen oder mir halt zu kommunizieren, dass ich wirklich mit den Figuren von Anfang bis Ende mitfiebern muss. Nein, weil es gibt eigentlich gar nicht viele Momente, die bedrohlich sind für die Figuren, sagen wir es mal so. Erst im Finale so, weil sie tappen immer im Dunkeln, der Killer ist ihnen immer einen Schritt voraus. Wobei ich sagen muss, ist, dass die Darsteller eigentlich einen durchaus guten Job hier abliefern. Allen voran Thomas Arana, der in den 80ern in vielen italienischen Genrefilmen dabei war, wie zum Beispiel auch in The Church von Michele Soavi, dann 2000 in Gladiator mitgespielt hat, auch in Guardians of the Galaxy eine Rolle hatte, den man dort allerdings nicht wirklich erkennt, da man ihm schön viel Make-up in die Fresse gebappt hat. Da muss man ihn schon mit der Lupe suchen. Eine eher unbedeutende Rolle in einem großen Blockbuster. Oder zum Beispiel in Bad 2 oder Frankenfisch. Und Frankenfisch hat mir auch sehr gut gefallen. Dann Joanna Pekula als vermeintliches Opfer. Die hat unter anderem in Virus mitgespielt. Und dann noch einige andere bekannte italienische Nasen, wie Gianni Jarco, der in sehr vielen italienischen Spaghetti-Western mitgespielt hat, aber auch in der Monster High. Oder Giovanni Lombardo Radice, den erkennt man sofort vom Gesicht her. Der hat in den 80ern in diversen berühmt-berüchtigten italienischen Exploitation-Krachern mitgespielt, wie Asphaltkannibalen, dann Die Rache der Kannibalen, Aquarius etc. pp., aber auch der auch in deutschen Werken mitgespielt hat, wie das in dem Omen Remake oder in Gangs of New York. Ja, ein ganz illustrer Cast, den man hier versammelt hat. Im Grunde genommen ist das auch ein weiterer Pluspunkt für den Film, was mir auch sehr gut gefallen hat, dieses Wiedersehen, diese ganzen bekannten Gesichter, da hat man schon das ein oder andere Schmunzeln im Gesicht. Das Problem ist allerdings, dass der Film einfach kontinuierlich vor sich hindümpelt, er keinen großartigen Höhepunkt an sich mitbringt, obwohl man im Finale natürlich noch so viel an Dramatik, an Spannung mit einbauen könnte und man wirklich ein gutes Finale hätte einbauen können, auch für den Killer, denn der Abgang des Killers ist eher unlöblich oder so nebenbei. Ah, what the fuck, das ist fast genau das Gleiche, was wir im Flashback in der ersten Anfangssequenz quasi serviert bekommen und mehr allerdings auch nicht. Das macht Buddy Puzzle für mich zu einem sehr, sehr unterdurchschnittlichen Versuch, einen Krimi mit einem Spätjallo zu mischen, und das ist leider nicht wirklich aufgegangen. Und daher in meinen Augen wirklich der schlechteste Film, den ich bis dato von Lamberto Bava gesehen habe. Aber ich habe noch vor, noch einige andere Filme von ihm zu sehen und diese mir anzutun. Denn auch wenn dieser Film jetzt nicht der Reißer ist, ist es trotzdem mein Interesse allgemein an europäischer Genrekost bei weitem nicht verflogen oder so. Aber Buddy Puzzle bekommt von mir gar keine Empfehlung und deswegen nur 3 von 10 Punkten. Mehr hat er sich an dieser Stelle nicht verdient, da es wirklich nur ein routiniert vor sich hin dümpelnder Genre-Mischmasch ist. Mehr nicht, der auch durch keine guten Härten aufzufallen weiß. Deswegen finde ich die Indizierung hier an dieser Stelle einfach nur lächerlich. Einfach wirklich wahnsinnig lächerlich, wenn man sowas gesehen hat und sich fragt, okay, gut. Gut, das war's mit meiner Kritik zu Buddy Puzzle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde natürlich interessieren, was ihr vom Schaffen eines Lamberto Bava haltet, ob ihr überhaupt jemals einen Film von ihm gesehen habt, ob ihr überhaupt wisst, wer das ist. Prinzessin Fantagiro werden sicherlich die meisten aus ihrer Kindheit kennen, definitiv. Ja, und das könnt ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat diese Kritik gefallen und dann bis zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.